Was geht bei euch, ihr Freaks, ey? Geil, ey. Ich habe 3 kleine Kinder und ganz ehrlich, ich bin immer noch jeden Tag mega überfordert von allem. Und das ist ja nicht okay. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war ich dumm, ne? Aber ich in meinem Kopf dachte, ja, aber je mehr Kinder du hast, deswegen so einfacher wird es, ja. Und das ist ja völliger Bullshit. Es wird ja weder einfacher, noch wird es interessanter. Ist ja nicht so, dass du mit dem ersten Kind, ja, dann machst du den ganzen Säugling-Dreck. Und dann mit dem zweiten redest du viel über Chopin und so. Nein. Alle kleinen Kinder mögen den gleichen, uninteressanten, intellektuell minder bemittelten, schwachsinnigen Quatsch. Das ist geil, das Beste sind so die ersten Kinderbücher. Das ist so wirklich das Beschissenste überhaupt. Weißt du, so dick, aber nur 4 Seiten. Und dann ist die Geschichte meistens, da gibt es 4 Tiere. Und das ist die Geschichte. Da sind dann 4 Tiere. Und dann soll ich denken, ja, mega interessant, auf jeden Fall, lass uns das lesen. Und klar, beim ersten Kind bist du hormonell völlig drüber und denkst dir, ja, auf jeden Fall lesen wir deine Literatur, mein Großer. Was hast du denn mitgebracht? Och, toll, was haben wir denn auf Seite 1? Das ist die Kuh. Wie macht die Kuh? Die Kuh macht... Machen wir, wie eine Kuh macht. Das klingt ja gar nicht wie eine Kuh. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Was haben wir denn da? Das ist ein Schaf. Wie macht das Schaf? Das Schaf macht... Bäh. Bäh. Und als drittes haben wir einen Schwan, klar. Das macht Sinn. Da haben wir alle mit einer Katze oder so gerechnet. Aber wissen, der macht Geräusche. Ja, 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 ja. Das ist ein... Nein, ich bin nicht zu dumm, um zu wissen, wie ein Schwan macht. Um Gottes Willen, nein. Das ist mir so ein Schworn. Was denn? Den gucken wir uns morgen im Park live an, wie der macht Ausflug. Geiler Typ! Und auf der letzten Seite, oder? Der Hahn! Wie macht der Hahn? Macht der Hahn! Was denn? Nochmal von vorne. Nochmal. Oh, ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat. Auf jeden Fall. Lass das. Weil du liest das nicht einmal oder 9-mal, sondern 46 Mal an jedem bekackten Tag der Woche, ey. Aber das Pensum hältst du ja nicht durch. Da bist du ja irre bei. Schon beim zweiten Kind ist es ja eher so ein... Das Buch. Ja, auf jeden Fall. Geil. Nee, alles. Ja. Was haben wir denn da? Das ist... Eine Kuh, ja, die macht Mu halt. Das ist, was eine Kuh macht. Es steht auch übrigens hier in der Sprechblase, ne? Also, ich weiß gar nicht, warum. Ja, mach doch auch mal wie eine. Probier's einfach gar nicht erst. Ich weiß, dass das intellektuell eine zu große Aufgabe an dich anscheinend ist. Das Schaf macht Mäh. Wir haben ja alle mal ein Schaf gesehen. Also, ist egal. Auf und der verfickte Schwan. Wer kommt auf die beschissene Idee? Nein, nicht weinen. Hey, das war nicht... Da kannst du doch nichts. Der macht... Ich kenne keinen Schwan. Ich hänge ja nicht mit denen rum oder so. Im Park. Weißt du, wie viele Obdachlose da wohnen? Nein, wir gehen nicht in den Park. Bist du irre oder was? Und Kikeriki ist, was der Hahn macht. Ich kann... Nochmal von vorne, ja, schieß mir ins Gesicht, auf jeden Fall. Klar, kann ja nicht lügen und so tun, als würde es Spaß machen, ey. Natürlich werde ich absurd aggressiv, sobald das dritte Kind dieses Buch auch nur in der scheiß Hand hat. Und sagt, das Buch, willst du das? Nein! Das ist die, nein! Nein! Weil ich hier keinen Zivildienst mache, nein! Frag die anderen beiden, die kennen das Scheißbuch auswendig. Nein, weil ich keinen Bock hab. Nein. Dann lern lesen. Nein. Guck mal, wie oft denn noch? Ich werde nicht weiß, dass das für ihn wichtig wäre. Er denkt an mich. Ich habe auch Bedürfnisse. Welche? Ja, fick dich selber. Wir lesen es einmal. Leg es hin. Leg es hin. Ist das richtig rum, das Buch jetzt, oder was? Gehört das Buch so rum? Guck auf die Weide, wie viele Kühe stehen auf ihren bekackten Hörnern, mein Freund! Dreh es um, dreh es, ob du Förderbedarf hast!
Ein Stück Dummrunde werden bezahlt für dich. Kannst du das Buch umdrehen? Ja, auf den Buchrücken. Das war, was ich gemeint hab! Dreh es um. Hör zu, ich werde mich nicht wieder... Wir lesen es einmal jetzt und einmal im Frühling und das war's, mein Freund. Bist du aufnahmebereit im Rahmen deiner beschränkten Möglichkeiten? Mumeschwankicke, ich kann's nicht. Nein! Lass mein Bein los, ich hasse das! Ja, war eine tolle Zeit, diese 2,5 Jahre Corona haben richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, es ging nicht nur mir so, sondern auch ein. Wer von euch hat Kinder? Wer hat mehr als ein Kind? Ja, aber der Rest sind Versager, ganz im Ernst, bin ich ganz ehrlich. Leute mit einem Kind, immer, du bist doch anstrengend. Du hast nicht die verfickteste, geringste Ahnung, was anstrengend ist. Ich könnte eins meiner Kinder in dem Pool ertränken, hätte immer noch zu viele. Und das ist das Traurige an der Sache. Das war's von mir. Schön, dass ihr da war. Bis zum nächsten Mal.